Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zum dritten Match der Inazuma Eleven Go Matches Fußballtouren bei Inazuma Eleven Ultimate. Und ihr habt schon gesehen, entweder jetzt gerade oder beim Match vormittags, wir haben ein neues wunderschönes Logo von Inazuma Lulius. Ich will immer Julius sagen mit J. Inazuma Lulius. Und hier haben wir auch ein paar Änderungen. Hier haben wir jetzt auch die Ultimate Go Gegentore. Ich denke mir, da wird nicht so schnell eines fallen, aber hoffen wir es mal. Und hier oben auch die ganzen neuen Elemente. Einmal ein kleiner Fußball in der Mitte, das ich auch ziemlich schön finde. Und darüber das kleine Pokalchen. So, und wir spielen gegen die Golden Oldies. Das letzte Match hier in der kleinen ersten Abzweigung haben wir das schon mal fertig. Danach geht es dann hier unten weiter bei Lunacy Military Academy. Und am Ende halt noch Richtung Milky Way. Und ich denke, wenn wir da noch ein S schaffen, können wir die ersten beiden Kisten schon auspacken. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau drin war. Also ich glaube, keine Kampfgeistmünze, die kommen ja später. Vielleicht irgendwas anderes. Im Trikot oder irgendwas Cooles. Wir werden sehen. Aber besiegen wir erstmal die alten Rentner, bzw. die Golden Oldies. Das waren, soweit ich noch weiß, die Bewohner von dem Wohnheim, wo Arion drin wohnt. Soweit ich weiß. Na, gucken wir mal. Erst gucken, dann töten. Gegen Golden Oldies spielen natürlich. Story Team. Jetzt habe ich hier noch Dings reingesetzt. Wen habe ich da jetzt reingewechselt? Ich glaube, war das Chapel. Sonst habe ich Chapel jetzt in den Sturm reingesetzt. Und als Trikot habe ich jetzt das vom letzten Match, das Prodigy Grammar Trikot, habe ich angezogen. Das werde ich jetzt immer machen, wenn ich jetzt in einem Match ein Trikot bekomme, werde ich es im nächsten Match einfach anziehen. Wenn ich da auch mal ein bisschen visuelle Abwechslung drin habe. Touchpen ist bereit und wir können losgehen gegen Golden Oldies. Raimon oder Inazuma bei Ultimate 11 vs. Golden Oldies 53 gegen 25. Sie sind ziemlich nach 5, 8, 25. Das ist schon krass. So, wir machen eine ganz neue Aufstellung. Nämlich die Aufstellung Schattenwall, damit ich die ganzen Leute ein bisschen schöner hinstellen kann. Vor dem Sturm sind jetzt Arion und dicht dahinter Abra Chapel. Ich weiß es vielleicht nicht gerade so klug, aber ich wollte sie ja auch mal wieder einsetzen. Hier die ganzen Mittelfeldspieler, soweit es geht. Und hier ganz hinten noch die Verteidiger. Ah ja, Aitor wird eingesetzt. Aitor Casador ist am Start. Ich meine, der hat Illicht Inferno, Ector Angler. Also richtig geile Techniken, auch ziemlich gute Werte, soweit es geht. Und auch relativ hohe Glückwerte. Dann der ganze Verteidiger, wie gesagt, hinten. Also schön aufgereiht, wie es sein soll. Und als Trainer habe ich mal Sharp eingesetzt. Vielleicht bringt sie was. Mal gucken. So, und als Gegner haben wir, wie gesagt, die Golden Oldies. Gott, die ganzen Leute. Na, gehen wir sie mal durch. Und wie immer, könnt ihr unten klicken, wenn ihr das überspringen wollt. Oh, Sylvia Woods als Trainerin. Das wäre mega. Glück 20. Das ist geil. So, wen haben wir denn? Erstmal Bobine Apples, die man auch neuerdings bei Inazuma Eleven Ares sehen kann. Richtig cool. Eine quirlige, stets beglückte Dame. Man hört sie oft ein Liedchen pfeifen. Allerdings hat sie bei Ares nicht diese rosa Strähnen auf dieser Seite hier. Leider nicht. Und ich glaube, das Herzchen hat sie schon noch drin. Ist ja alles alternativ. Es kann auch Frauen geben, die in alternativen Universen andere Versionen haben. Soll es auch geben. Eine quirlige, stets vergnügte Dame, man hört sie oft ein Liedchen pfeifen. Sibylle Equinox, Gymnasiastin mit spirituellen Neigungen, führt Selbstgespräche. Alles klar. Dann haben wir noch Hai Löwen, trotz seines eisigen Blickes sehr sensibel und zuwendungsbedürftig. Skeeter Hawk, ein komischer Kauz, der komische Augen hat, wenn es Augen sein sollen, der Plastikfiguren sammelt und sie dann fotografiert. Circulates sind mir immer ein bisschen suspekt. Also ich bin zwar ein ziemlich otaku, was Manga, Animes und, so und Spiele und so weiter angeht, aber alles, was in Richtung Figuren geht, da bin ich echt ein bisschen raus. Das ist mir doch ein bisschen zu krass. Krass gibt es ja ganz geile Figuren, aber naja, ist ein anderes Thema. Guy Chan Harvest Medicine Auto, genau, oder?
Da war noch irgendwo ein Auto dabei bei denen. Australischer Austauschstudent, der seltsame Vorstellungen von Japan hat. Die haben wir alle. Und Japan ist auch seltsam, also die Vorstellungen sind berechtigt. War nicht irgendwo so ein Auto dabei? Da war doch irgendeiner. Shaco Lantern, ein furchterfüllendes Muskelpaket, das gerne auch mal überreagiert. Autumn lief das jetzt. Sie sieht ziemlich cool aus. Eine Frau mit vielen Geheimnissen. Sehr emotional, aber auch oft müde. Weil ich bin echt ein bisschen. Muss noch ein bisschen umgewöhnen, denn man hat bei den Inazuma Eleven 1 hat man ja nur männliche. Jetzt habe ich gerade auf und zu weibliche rein drin. Robin ist ja auch ein Mädchen. Gott. Philbert Chestnut, bekannt für seine Sturheit und sein unvorhersehbares Verhalten. Dann Scotty. Scott Banyan, früher Abwehrspieler von Inazuma Japan, heute fester Geschäftsmann und wahrscheinlich immer noch ein kleiner Pranker. Gettish Oldman, sieht sich als Wissenschaftler, wo seine Theorien ganz klar Quatsch sind. Und im Tor haben wir Chuck Pumpkins, sieht böse aus, ist aber ganz süß. Schwärmt ständig von Sylvia. Ist auch ziemlich süß. Silver wird kompetente Trainerin der Golden Oldies und Ex-Managerin des Raimon Fußballclubs. Abwehrziehen Annahme mit dem Glück 20, ziemlich geil. Die hätte ich ziemlich gerne als Trainer, sei übelst krass. Ich dachte echt, dass sie wäre ein Autor. Habe ich ihn wohl irgendwie verwechselt? Ja, soll es auch geben. Aufstellung ist Standard, ist schon nicht schlecht. So, und wir legen mal gleich los. Keine Zeit verlieren hier. Mal gucken, wie das heute wird. Erstmal kurz umschalten. Chebel, ich vertraue dir, mach keinen Schwachsinn. Let's go! Ich finde, Chebel ist sowas wie ein weiblicher Decke irgendwie. Irgendwas muss immer dabei sein, ich weiß nicht warum. So, Wanni, warum bist du vorne im Sturm? Man weiß es nicht, aber ich denke, Kaiser. Reglas mit Ballistenbomber das erste Tor in diesem Match. Und ab nach vorne. Halbe PTP sind verbraucht, super geil. Und er geht rein. Bam! Mega! Wirf wieder mal super stark. Geil. Einzelne Go-Tor Nummer 17. Und wir mal erstmal Wiederholung abbrechen und dann das addieren. Nein, den nächsten Mal halte ich aber. Baut es nur ab. Ah, sieht man ziemlich gut. Es gibt ja bei Inazuma Eleven 1 den Spruch, der nächsten halte ich aber. Und hier bei Go, den nächsten halte ich aber, wart's nur ab. Da wurde der Spruch einfach übernommen und nur mit ein paar Wörtern erweitert. Ziemlich interessant. Ja, geht drauf. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich auch relativ bald schon die ersten Kampfgeister einsetzen. Also ich brauche sie erstmal noch nicht. Würde auch nur zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir heute wieder mal ein 8:0 hinkriegen. Bin mir ziemlich sicher. Babine. Sorry, aber der gehört mir. Ach, wie die alte Frau fällt. Sorry, tut mir leid. Na. Gib her. Robin ist immer noch in diesem Haus, wo auch. Ach, wer ist nochmal? Inakuni Raimon drin ist. Ohne Taktik. Wie nennt man Himmelssturm? Haben wir nichts anderes? Himmelssturm ist doch ziemlich cool, aber die spielen ja immer zu meinen Verteidigern hin. Jetzt haben wir mal Gabi hier. Haben wir die Bombe? Klappt aber nicht gegen Jumbo-Presse. Die kleine Frau und die zierliche Frau als Elefanten, das gibt überhaupt keinen Sinn. Alter, macht keinen Schwachsinn. Ich brauche den Ball. Energienetz. Immer sehr zuverlässig. Spider-Man Power. Ab zu Wandi, der irgendwie ein neuer Stürmer ist. Der hält mir ein bisschen zu viel gerade im Sturm hin und her. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Arian! Zu langsam. Aber es ist nicht so gut, wenn er da hinten steht. Okay, das ist richtig geil. Cheap hier ganz alleine. Eieieiei. Wird schon schief gehen. So, und das Ding geht rein mit Cobra Cannon.
wenn sie keinen Verteidiger in den Weg stellt, das könnte auch locker sein. Und wir machen noch einen Kettenschuss mit Arion Schallmauer Schock. Warum nicht? Und man könnte sagen, das ist ein bisschen CP-Verschwendung, weil es so oder so viel leicht reingegangen wäre. Aber hey, warum nicht? Und better safe than sorry und rein in den Face und BAM! 2 zu 0. Yeah! Success Kid. Mega. Und ich habe komplett vergessen. Ich vergesse immer, dass ich es erstmal abbrechen soll. Sorry. Mich nervt das selbst mal, dass ich es 8-mal angucken muss, das ganze Zeug. So. Den nächsten halte ich aber, warte nur ab. Ja, ich hab's geschafft. Ist schon mal ein ziemlich starker Start. Aber ja, ob 18-0 wahrscheinlich eher wenig. Ich denke mal schon Rang S. Bin ich mir ziemlich sicher. Wirbelsprung V3. Meine bisher hochgelevelste Technik. Also ich glaube Rang sage ich schon. Level S habe ich. Level 4 habe ich noch nichts. Soweit ich wüsste. Jebel. Kannst du dich da durchsetzen? Ausweichen? Durchsetzen, wenn es keinen Fall gibt. Bams! Die Kleine rennt alles um. Richtig cool. Noch cooler wäre natürlich ein Tor mit ihr. Also renn mal hier. Kaiser, geht mal weiter nach vorne, damit es später kein. Was ist das rumsteuern hier? Luftikus. Ich denke, Shadow könnte locker ein Tor reinballern. Bin mir ziemlich sicher. Wenn sie den Ball erwischen würde, Victor regelt das schon. Dampflok. Tut, tut. Bams. Da fliegt der alte Mann. Im hohen Bogen. Shadow, geh mal hier hin. Du weichst hier mal aus. Nein. Nein. Shadow, komm zurück. Gott, ein richtiger Zauhaufen hier. So, jetzt aber. Abseits. Mann. Okay, der Plan mit Shadow Tor zu machen wird nicht so ganz fruchten, glaube ich. Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Und Hitzkopfball. Gib ihm Herz. Bam. Und? Ah, du bekommst. Ich denke mal, das wird nichts. Schade. Ja, war ein Versuch wert. Leider 2 zu 0. Das hätte wahrscheinlich locker ein Tor machen können. Ich hätte nicht so lange wieder rumgetan. Mit ein bisschen extra Anstrengung wird das schon noch werden. Es kann auch viel passieren. Bleiben wir also auf der Hut. Also richtig schön gewesen. Denn ich will nicht, dass immer nur dieselben Leute immer die Tore schießen. Aber ich will jetzt nicht auch auf Victor, Aaron und so weiter verzichten. Ist ein bisschen blöd. Aber es gibt ja noch nicht so ultra viele Kampfgeister. Wie später bei Chrono Stones. Aber wir sehen zumindest ihren Eisaufblock. Ist aber auch ganz schön. So grazil. Kaiser. Block ihn ab, wenn es geht. Jawohl. Na, wird das was? Wenn er noch reinlaufen könnte. Zeitlich. Neuer Versuch, vielleicht sogar mit einem Kettenschuss. Hat er noch reingrenzen von der Zeit her? Ah, zu spät. Oh! Geil! Erstmal plus 1. Shovel dreht komplett am Rad. Keine Technik. Das war jetzt geil. Hätte ich nicht gedacht. Cool. Den nächsten halte ich aber. Wart's nur ab. Hahaha, so macht man das. Besiegt von einem kleinen Mädchen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Shadow hat sehr ultra drauf, okay, bei einer Torwarttechnik wahrscheinlich eher nicht. Aber das wird schon noch. Die mit einem witzigen kleinen Fuß, da wird nichts bringen. Grätschen. So, Ricky. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Erstmal packen wir deinen Meister Maestro aus. So, nämlich ein bisschen Gas geben, denn Rang S will ich schon noch haben.
Beobachte das nicht so viel. Ich gehe ab nach vorne. Ah, geh doch hin. Jetzt schüttelt sein Leben. Geh mit dem Ball. In die richtige Richtung. So, perfekt. Und Hyper Harmony. Blup. Und gib ihm. Ich denke mal, das wird nichts werden. Also sehen wir gleich mal das nächste Tor noch dazu. Erstmal Wiederholung abpausen. 4:0. So. Erst pausieren, dann addieren. Erst pausieren, dann addieren. Moment, stimmt das eigentlich? Ich habe eins vergessen zu zählen, stimmt. Wir hatten erst 8 Tore, dann nochmal 8. Dann wären wir bei 16, jetzt haben wir das vierte. 18, dann wären wir bei 20. Ich wusste, irgendwann passiert das mit dem blöden Nachzählen. So. Da steht bestimmt schon 30 Mal in den Kommentaren drin, sorry. Aber das stimmt schon, erst 18:0, dann nochmal 18:0. Jetzt haben wir gerade das vierte. 8 plus 8 plus 4 ist 20. Sorry. Tut mir leid. Ich wusste, irgendwann passiert das. Weil später haben wir dann mehrere hundert Tore stehen. Das wird ultra krass. Jebel, grätschen. Mit einem winzigen Fuß. Ja, wird nix. Muss da zu Ricky ran. Oder Ryoma, wenn er rankommt. Okay, Ryoma. So. Bin ich drüber über die Linie. Ja, super. Machen wir mal Luftballett. Mal ein bisschen was anderes. Ich hatte schon ein paar Taktik, aber die paar will ich schon einsetzen. Dann ab zu Kaiser, da wieder zurück. Am Banner komme ich locker vorbei. Außerdem macht seine Windhose auf. Hui! Schäbe. Save the day, save the ball. Jawohl! Ich sag's auch, die hat's einfach drauf. Jetzt mit einem ordentlichen Schuss. Der vielleicht kombiniert mit einem Kettenschuss, natürlich nicht. Ah, Turbo kommt wieder. Ach, verdammt! Abseits auch noch. Hui! Muss ich bloß aufpassen. Eieiei, das läuft nicht so ganz rund. Aus Sicherheitshalber, bevor Equinox noch Faxen macht. Jetzt Pegasus. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Man weiß nie, was passiert. Ich habe es noch vorbei hier. Und Pegasus Faust. Und weg das Ding. Also für nichts bringen, Turbo-Kombo. Jupp, geht durch dein Gesicht durch und Rang S ist safe. Super geil. Und damit das 21. Tor. Die Wiederholung abbrechen. Weiterspielen. Den nächsten halte ich aber warte nur ab. Das habe ich schon oft genug gehört. Ja, ich hab's geschafft. I did it. Und da 15 oder unschon eine gerade Zahl ist, oder ungerade Zahl, machen wir noch ein sechstes. Wenn es mal der Seite gehen würde. Selber schaffst du das? Ich glaube an dich. Jawohl! Geil! Bam! Girl Power ist am Start. 6:0. Mega! Ehrlich gesagt habe ich gerade versucht zu AD zu schießen, aber ich habe bei AD gerade nicht gefunden. Aber gut, 6:0 ist auch ganz gut. Richtig stark. Weil ich immer in der letzten Sekunde noch ein Tor reinkriege. Ultra. Den nächsten halte ich aber. Haha! Loser. Habe ich gerade die schon noch drin? Nee. Wahrscheinlich ausgewechselt. Wahrscheinlich AD gegen Eitor. Oder? Muss ich mal gucken. Da ist er! Na egal, das Tor ist drin. Wir haben 6:0. Das ist doch schön. Und jetzt können wir ganz gechillt. Jetzt geht noch ein bisschen weiter, was gar keinen Sinn macht. Mit dem Ball und das Match ist zu Ende. Mega 6:0, 3 Tore allein von
E2 von Chapel. Aaron Chapel, Ricky Aaron Chapel. Und das sechste. Das erste. Nein, nächstes Mal kriegen wir euch. Ha, netter Versuch. Was hat der für Augen? Hat der überhaupt Augen? Sieht aus wie dieses Assassin's Creed Logo. Sehr gruselig. Chapel, Chapel. Ne, zwei von Chapel. Supergeil. Golden Oldies Karte, Oldies Schuhe und Golden Oldies Wappen. Schade, leider nicht Sylvia Woods. Ehrlich Inferno, supergeil. Läuft bei ihr. Dann noch ein paar schöne Level-Ups bei Aitor, Kaiser und Thrasher. Richtig geil. Ja, wunderbar. Was will ich mehr? Und da wir dreimal Rang S haben, können wir den ganzen Truhen noch öffnen. Die schnappen wir jetzt auch gleich nochmal. Läuft ja wie geschmiert, ja. Dreimal Rang S. Perfekt. So, hier haben wir erstmal Tanz des Aeolus. Eine ziemlich geile Technik. Und, komm schon. In der goldenen Truhe. Himmelshand. Geil. Das ist ziemlich cool. Komm schon. Gut, und nächstes Mal geht es ja wie gesagt gegen Lunacy Military Academy. Da steht schon oben nächstes Match Lunacy. Dann geht es hier diese Route weiter und danach am Schluss noch hier. Mega krass, war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Match. Jetzt haben wir schon 22 Tore, jetzt musst du nochmal nachzählen. 8 plus 8 plus 6. 16, 22. Jo, die Mathematik stimmt schon. Ja, ein bisschen peinlich für mich, denn ich bin ja, wie weiß, ein Logistiker. Also ich arbeite in der Logistik und da braucht man verdammt viele Zeit, ich muss extrem viel rechnen. Und wenn ich mir jetzt da verrechne, das wäre schon ein bisschen peinlich. Also, die Torzahl stimmt schon. Gut, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es morgen um 16 Uhr wieder gegen Lunacy Military Academy. Dann geht es hier weiter mit Match Nummer, wo sind wir, 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Matches. Es wird noch ein Weilchen gehen, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wie gesagt, gegen Lunacy Military Academy oder morgen um 10 Uhr gegen die Otakus. Das wird auch ultra krass. Also, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am Ball bleiben. Bis dann. Ciao.